Guten Tag, ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu unserer Online-Vorlesung Blockchain. Mein Name ist Thomas Boczek und in diesem Video befassen wir uns mit Ethereum und Solidity noch ein bisschen mehr, als dass wir das in der Repetition von DS1 gemacht haben. Das heißt, hier gehen wir tatsächlich jetzt in den Code und schauen uns ein paar Beispiele an. Starten wir das Beispiel mit ERC20 in der letzten Slide der Repetitionsvorlesung. Habe ich euch ganz kurz gezeigt, was ERC20 ist, wie so ein Contract oder ein Interface von einem Contract aussieht. Das schauen wir uns nun genauer an. ERC20, das ist im Gegensatz zu einem NFT, ist das ein Fungible Token. Das heißt, dort spielt es keine Rolle, ob man jetzt einen Token von hier hat oder einen Token von hier. Man kann die dann kombinieren, hat man zwei Tokens, kann dann wieder einen wegschicken, spielt dann keine Rolle, welchen man wegschickt. Bei NFT, ein NFT ist einzigartig, wie gesagt non-fungible, dort spielt es eine Rolle. Und was zum Beispiel auch gemacht wird, ist, man kombiniert ERC20 und NFTs, das heißt, man kann die NFTs in einen Vault, in einen ERC20 Vault speichern. Das heißt, dieser ERC20 Contract ist dann der Holder dieser NFTs. Und in diesem ERC20 kann man dann Tokens ausgeben und dann kann jeder an diesem Vault partizipieren. Das war das Beispiel von dem B20 Vault, wo das Kunstwerk von Beeple gespeichert ist. Das ist ein Beispiel von einem Vault. Nun, was muss alles in so einem ERC20 Token drin sein? Das sind optional, aber es ist natürlich hilfreich, wenn man diese Angaben mitgibt im Contract, also der Name, das Symbol und wie viele Dezimalstellen das man hat. Dann die Events, die getriggert werden. Sobald man einen Transfer macht, wird dieser Event getriggert. Das heißt, auf die Events kann man von außen reagieren. Ein Smart Contract selber kann auf Events nicht reagieren. Das heißt, wenn man auf einen Event reagieren möchte, dann muss man einen Client für die Blockchain haben, der ist außerhalb, er bekommt ein Event oder er kann dann auf diesen Event sich subscriben, bekommt dann diesen Event und dann kann er reagieren. Aber ein Smart Contract kann selbstständig nicht auf Events reagieren. Und der zweite Event, der wird bei Approval wird der emittiert und das braucht man, wenn man jemandem anders Berechtigungen geben möchte, dass er diesen Token transferieren kann. Dann kommen wir zu den Funktionen, die notwendig sind. Das ist Total Supply. Damit zeigt man, wie viele Tokens im Umlauf sind. Dann Balance Off, da übergibt man eine Adresse und dort gibt man zurück, wie viele Tokens diese Adresse hat. Das sind alles View-Funktionen, das heißt, da greift man lesend zu, das heißt, hier ändert man keinen State. Ebenfalls bei diesen optionalen Funktionen, also das sind alles View-Funktionen. Dann beim Transfer gibt es zwei Varianten vom Transfer. Es gibt den einfachen Transfer, wo man dann eine Adresse angeben kann, wohin man transferieren möchte. Man hat dann einen Wert, den man transferieren möchte. Und bei Transfer From kann man sagen, von dieser Adresse nach dieser Adresse und mit dem folgenden Wert. Das sind alles Funktionen, also diese beiden Funktionen, die verändern den State. Nun, bevor man Transfer From aufrufen kann, muss man zuerst noch etwas machen. Und zwar muss man noch den Spender approven, das heißt derjenige, der das Geld dann ausgeben möchte, zum Beispiel eine Person X. Ich muss dann sagen, okay, Person X approve ich, dass er 10 Tokens von mir spenden kann. Das mache ich über diese Funktion, kann man abfragen über die Allowance, das ist wieder eine Read-Only-Funktion. Und wenn ich das gemacht habe, dann kann dann X
maximal 10 Coins von meiner Adresse irgendwo anders überweisen. Das sind so die Mandatory Funktionen und jetzt schauen wir uns das direkt an in Remix. Also vielleicht noch ERC20, das ist der Standard, das was ich jetzt erzählt habe, kann man hier alles nachlesen. Hier sieht man die Funktionen mit Total Supply Balance Off, das sind eben diese Mandatory und die Events, die getriggert werden. Es gibt Implementationen, zwei gute Adressen, wo man sich solche Implementationen holen kann, ist Open Zeppelin und Consensus. Wenn man dort einen Standard Contract hat, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass dieser Standard Contract eigentlich richtig und gut funktioniert. Ich persönlich verwende Open Zeppelin oder häufig Open Zeppelin, aber jetzt werden wir diesen ERC20 Contract from scratch erstellen. Das hier ist jetzt der Open Zeppelin Contract. Sie haben bereits schon ein ERC20. Das werden wir uns jetzt selber erstellen, diesen Contract. Aber eben die Standard Contracts, wenn man sie von hier verwenden kann, dann sollte man es dann auch machen. Auf Open Zeppelin gibt es noch weitere Contracts, die könnt ihr euch gerne anschauen. Es gibt natürlich auch den ERC721, das in der nächsten Vorlesung, das ist eben der NFT und da gibt es auch bereits fertige Implementationen, wobei eben wenn man es customizen möchte, dann muss man dann selber noch diese Customization machen. Gut, dann starten wir mit Remix und hier erstellen wir unser Token, nennen wir das BLCH. BLCH. Und wir sagen, es ist eine Open Source Lizenz. Wir müssen noch unsere Version angeben, mit welcher Solidity Version wir das gerne kompiliert haben möchten. Die aktuelle Version ist 0,9. Das sieht man hier. Ups, das ist die neueste Version. Genau, und jetzt können wir bereits starten mit unserem Contract. Contract nennen wir ihn BLCH. Token und das können wir jetzt bereits kompilieren. Das sind ganz einfach Contract, der macht noch nichts und da würden wir sonst Fehler sehen, wenn wir etwas falsch gemacht haben. Was hilft, wenn man ein ERC20 from scratch schreibt, dass man sich die Interfaces besorgt. Das mache ich dann jeweils auch von Open Zeppelin. Hier kann ich mir das Open das Interface von ERC20 holen, das ist das hier, und kopiere mir diese Interfaces, die dann auch implementiert werden müssen, ja, dass ich das sicher nicht vergesse. Kann mal die Kommentare wegmachen, dann ist das auch ein bisschen leserlicher, ich mache es noch ein bisschen größer, dass man das auch sieht. Das sind eben die Funktionen, die ich vorhin aufgelistet habe, die wir implementieren müssen. Das sind die fünf Transfer from, genau. Und dann kommen die Events, die zwei Events. So. Und nun können wir sagen, es Interface ERC20, wenn wir es kompilieren, sagt er, da fehlen noch ein paar Interfaces. Genau, und die müssen wir jetzt implementieren. Damit wir nun auch die Metadaten drin haben, nehmen wir uns noch das Interface ERC20 Metadata, kopieren das noch hier, dass wir das nicht vergessen. Das kommt von, ups, da kopieren wir das ganze Interface.
Also man kann auch die ganzen Klassen importieren oder respektive die, den ganzen Contract und dann gewisse Methoden überschreiben. Aber eben diesen Contract, den wollen wir jetzt mal zuerst von Hand erstellen. Diese Interfaces kann man auch importieren, muss man jetzt nicht copy-pasten. Das geht auch mit einem Import. Ich mache es jetzt einfach, damit man sieht, eben, dass diese Funktionen hier implementiert werden. Das macht man dann so, indem man hier oben das Import-Statement hat. Add Open Zeppelin und dann kann man den Contract angeben. Das ist jetzt für Metadaten, das heißt, das könnte man dann eigentlich löschen. Ich habe es jetzt hier drin, damit man es eben sieht, was es alles braucht, und das ist dann ein bisschen übersichtlicher. Aber wenn man einen Contract in Production hat, dann empfehle ich es, über diese Imports hier zu machen. Gut, also nun implementieren wir zuerst die einfachen Sachen. Also wir haben hier die Funktion name und diese gibt zurück BLCH Token. Dann habe ich die nächste Funktion. Da muss ich override. Da habe ich die nächste Funktion. Das heißt, ich überschreibe das. Nein, sorry, das braucht es nicht. Das braucht es nur, wenn ich dann eine Basis, einen Basis-Contract habe und dort jeweils die Funktion will überschreiben. Das heißt, jetzt kann ich es external rassen BLCT zum Beispiel als Tokenname, dann den nächsten, die Anzahl Dezimalstellen, das ist eigentlich defaultmäßig 18, return 18. Gut, das heißt, rein theoretisch, wenn wir das jetzt rausnehmen, dann sollte es kompilieren. Da kommt noch eine Fehlermeldung, weil dieses Interface implementiert dieses Interface und ich implementiere das Interface. Das heißt, wenn ich das hier rausnehme, dann sollte es kompilieren. Es gibt mir noch eine Warnung. Könnte pure sein, das heißt, wir lesen nicht mal einen State, das heißt, wir geben einfach BLCH Token zurück, wechsle ich das auf pure in dem Fall und dann sind dann auch die Warnings nicht mehr da. Gut, machen wir weiter mit den nächsten Funktionen. Total Supply, wir halten es ganz einfach. Return, wir haben 1000 Tokens, das kann auch wieder pure sein, weil wir nicht mal lesen zugreifen. Balance off, jetzt wird spannend, weil da brauche ich eine State Variable und zwar brauche ich hier eine Balances, eine Map von Balances. Und hier habe ich meine Balances. Das kann ich jetzt hier zurückgeben. Return Balances und zwar vom Account hier. Genau, dann kommen wir zum Transfer. Hier müssen wir dann diesen Event noch emitten. Function Transfer. Zuerst müssen wir überprüfen, haben wir überhaupt genügend Funds, und wir machen das von, also derjenige, der die Transaktion erstellt,
von dem wird es abgezogen. Und das kann man auf Solidity Redox nachlesen, was für Variablen zur Verfügung stehen. Solidity Redox. Und zwar werden wir Message.Sender verwenden. Es gibt da eine Liste von Security Considerations. Hier Units and Global Available Variables. Das heißt, die kann man alle verwenden und wir werden jetzt hier Message Sender verwenden. Wichtig vielleicht hier auch noch Message.Value. Wie viel Ethers hat man dann geschickt? Und Block Number, das wird weniger häufig gebraucht. Was auch noch häufig gebraucht wird, ist Block Timestamp. Wenn man zum Beispiel sagt, man kann dann erst einen Transfer machen ab einem gewissen Datum oder der Transfer geht nur bis zu einem gewissen Datum, dann kann man mit Block Timestamp überprüfen, ist das schon abgelaufen, darf ich den Transfer noch machen oder nicht. Den Rest kann man brauchen, aber den habe ich jetzt in meinem Kontext verwende ich den eigentlich sehr selten. Gut, dann überprüfen wir zuerst bei den Balances. Wir können mit Require überprüfen, ob wir genügend Balances haben. Also ein Require ist nichts anderes als ein If-Statement und wenn das nicht der Fall ist, also wenn dieser Require nicht erfüllt ist, dann schmeißt er einen Fehler und dass man da nicht das If-Statement schreiben muss, kann man das mit Require machen. Es gibt eigentlich drei Arten von diesen Hilfsfunktionen. Es gibt Require, es gibt Assert und es gibt Revert, das man verwenden kann. Require, dort überprüft man, hey, stimmt etwas? Wenn nicht, dann führt die Transaktion nicht aus. Schickt das zusätzliche Guess, das mit der Transaktion geschickt worden ist, schickt das wieder an den Sender zurück. Bei Assert, das ist eher bei schwerwiegenden Fehlern, wo man denkt, okay, das darf jetzt gar nicht passieren. Dort wird dann das Guess abgezogen, das heißt, das wird eine teure Transaktion. Und bei Revert, dort kann man dann direkt sagen, hey, und jetzt breche ich alles ab und da muss man gar nichts, also da muss man kein Statement drin haben, wo man noch einen Boolean evaluiert. Das heißt, das macht dann direkt macht das rückgängig. Wir verwenden jetzt hier ein Require, weil man kann es ja aus Versehen aufrufen und hier überprüfen wir jetzt Message Balances Message.Sender. Wir bekommen hier ein Int zurück. Ob das jetzt größer oder gleich dem Amount ist. Wenn es nicht ist, dann not enough funds. Dann schmeißt er diese Exception. Gut, jetzt haben wir überprüft, haben wir überhaupt genug? Wenn ja, dann können wir eigentlich jetzt hier diesen Amount abziehen. Und beim Recipient können wir das hinzufügen. Wir geben True zurück. Da gibt es auch noch Unterschiede zwischen den einzelnen Contracts. Also der Standard sieht vor, man sollte True zurückgeben. Es gibt aber Tokens wie zum Beispiel den USDT-Token, das ist ein Stable-Token, der einen Transfer macht und dann eben gar nichts zurückgibt. Und deshalb gibt es auch bei OpenZeppelin eine Funktion, die nennt sich Safe Transfer. Das heißt, die schaut dann auf alle diese Corner Cases und versucht dann diese Tokens zu überweisen. Aber das machen wir jetzt mal nicht. Also wir geben jetzt True zurück und wir rufen dann diese Funktion von außerhalb über MetaMask auf. Das heißt, hier müssen wir noch den Event emitten, den wir hier angegeben haben.
Emit-Transfer. Und zwar Sender-Recipient. Sender ist Message.Sender. Recipient, den Amount sicher noch, genau. Und that's it. Gut. Jetzt kommt das nächste. Allowance. Da brauchen wir wieder ein Mapping mit den Allowances drin. Und zwar werden wir wieder so etwas haben. Allowance. Hier noch eine Korrektur. Hier muss man dann ein Map von einer Map haben mit den Allowances und man gibt dann zurück, wer für welche Adresse wie viel ausgeben darf. Allowances, Owner und Spender. Gut, kommen wir zum nächsten. Approve. Hier geht es darum, eben, dass man erlaubt, einem Spender eine gewisse Anzahl an Coins auszugeben. Das heißt, hier können wir der Owner, das ist Message.Sender, den Spender und den Amount setzen. Da müssen wir dann auch wieder ein True zurückgeben. Und hier ebenfalls noch einen Event emitten, und zwar den Approval Event mit Owner Spender Value. Das heißt, diese drei Variablen hier. Genau, und jetzt noch der letzte, Transfer From. Da müssen wir prüfen, dürfen wir das überhaupt? Auch hier am Schluss Return True. Da muss ich die Allowance überprüfen, also da kann ich hier muss ich jetzt überprüfen, bei der Allowance darf derjenige, der diese Nachricht, also der diese Transaktion schickt, darf er überhaupt im Namen vom Sender etwas schicken? Das überprüfe ich hier. Wenn das der Fall ist, dann kann ich eigentlich das gleiche machen wie hier beim Transfer. Das heißt, ich muss noch überprüfen, hat der andere überhaupt genügend Funds? Das heißt, nicht mehr der Message Sender, sondern nur noch der Sender. Und wenn nicht, dann sollte es dann nicht funktionieren. Dann werden wir hier auf der einen Seite die Balances abziehen, auf der anderen Seite die Balances hinzurechnen. Und was wir natürlich auch noch machen müssen, ist diese Allowance updaten, weil wir die eben dementsprechend aufgebraucht haben. Das heißt, das wird auf minus gleich Amount. Und natürlich müssen wir wieder den Event emitten, emit Transfer von Sender zu Recipient, und zwar einen Amount. Gut, jetzt haben wir es implementiert, alles funktioniert soweit, wir haben aber noch keine Tokens, das heißt, wir müssen noch Token erstellen. Das können wir ganz einfach machen, indem wir demjenigen Konstruktor, der diesen Contract erstellt, die Balances, die Total Supply geben,
und zwar message.sender bekommt total supply, bekommt 1000 Tokens. Public muss der glaube ich nicht sein. At this point, egal, machen wir so. Visibility spielt keine Rolle, nehmen wir weg. Und jetzt haben wir keine Warnung mehr drin. Und wir haben unseren Token erstellt. Ich hoffe, ich habe alles richtig gemacht. Das ist nur als Beispiel. Es kann Fehler drin haben, ich habe es nicht getestet. Wenn man es testen möchte, müsste man natürlich dazu Testcases schreiben. Dazu gibt es auch Frameworks, also es gibt sehr gute Tools. Es gibt die Truffle Suite, dort kann man diese Smart Contracts auch gut austesten, und was ebenfalls gut ist, Hardhat. Dort gibt es ebenfalls gute Tools bei Hardhat. Was mir besonders gefällt, ist, dass man dann mit Hardhat eigentlich auch Konsole-Log-Statements ausgeben kann und eben dann auch sieht, wenn man das aufruft, was dann tatsächlich aufgerufen wird, welche Variablen drin sind, und das geht viel einfacher, wenn die Contracts dann komplizierter werden. Aber wir haben jetzt einen einfachen Contract, den können wir jetzt auch deployen. Ich habe bereits MetaMask bei mir installiert. Ich habe auch auf RinkPy ein paar Ethers. Die haben nichts gekostet. Eben, die kann man sich per Faucet beziehen. RinkPy.io Faucet. Und dort kriegt man dann ein paar Ethers von RinkPy, wo man damit rumtesten kann. Dazu braucht es dann einen Twitter- oder einen Facebook-Account. Aber ich habe dafür jetzt meinen Fake-Twitter-Account verwendet, und das funktioniert auch. So, also kompiliert haben wir es, und nun können wir das Ganze austesten. Wir können das in der VM austesten oder in einer Blockchain, welche sich im Speicher befindet. Das kann man ganz kurz austesten, deployen. Man kann dann sehen, bei dieser Adresse, wie viele Tokens sind vorhanden. Balance off kann ich diese Adresse eingeben, und da sollte ich dann den Wert 1000 bekommen. Ich merke gerade, 1000, das stimmt eigentlich nicht, weil es müsste 1000 mal 10 hoch 18 sein. Das korrigiere ich gleich kurz mal. Und ebenfalls hier unten, weil wir haben 18 Nachkommastellen und deswegen müssen wir das noch hier multiplizieren. Jetzt kann man das auch wieder wegwerfen, neu deployen und hier schauen, was es dann gibt. Balance off, das sollte, ich muss diese Adresse kopieren, da kann man jetzt nachschauen, wie viel haben wir, und wir haben immer noch 1000, das sollte eigentlich nicht, ich muss neu kompilieren natürlich, habe ich nicht gemacht. Man kann auch autokompilieren, das hilft natürlich für solche Fehler, und jetzt kann ich deployen, plus diesen Balance aufrufen, und da sieht man schon, das sind jetzt 1000 und dann noch 18 Nullen hinten dran. Ich kann jetzt auch zu anderen etwas transferieren, also zu dieser Adresse kann ich jetzt sagen transfer das, und zwar 202 Millionen Tokens, eben mit 18 Nachkommastellen. Not enough funds. Ah, das heißt, ich muss jetzt wieder zurückstellen, genau auf diesen Account gehen, und jetzt kann ich
Das lösche ich jetzt hier mal. Und jetzt kann ich transferieren. Und jetzt hat dieser Account hat jetzt 2 Millionen Tokens. Also nicht 2 Millionen, sondern das ist dann 2 Millionen dividiert durch 10 hoch 18. Und das sieht man dann hier. Schöner natürlich wird es dargestellt in Etherscan. Das kann man sich auch anschauen. Also wir können jetzt auf Ringby gehen und diesen Contract deployen. Dazu wähle ich hier Injected Web 3 an und da habe ich jetzt diese 81 Ethers, das sind diese Ethers hier und das kann ich jetzt deployen. Kommt eine Nachricht, will ich deployen, Ringby, ja, go for it und kann das dann auf Etherscan nachschauen, wie das mit der Transaktion aussieht. Die ist pending, sollte jetzt bald bestätigt werden. Scheint auch, dass das Netzwerk, Testnetzwerk ein bisschen überlastet ist. Aber ich kann mal dies jetzt kopieren und jetzt ist es erfolgreich. Ich kann jetzt auf Remix jetzt nachschauen. Deployed Contracts. Hier kann ich auch mit dem Contract, welcher hier deployed worden ist, interagieren und hier muss ich dann die Adresse eingeben, diese Contact-Adresse, die erzeugt worden ist, das ist diese Adresse hier, die kann ich jetzt hier angeben und damit interagieren. Und da habe ich wieder, jetzt weiß ich nicht welches gewesen ist, das gebe ich es nochmal an, und da kann ich jetzt meine Adresse hier eingeben. Dieser hier und sagen, wie viel habe ich, und da sollte ich jetzt sehen, ich habe 1000 mal 10 hoch 18 Tokens und die kann ich jetzt auch wegschicken. Die kann ich jetzt eigentlich auch mit MetaMask wegschicken, und zwar kann ich jetzt sagen, Assets, dass wir hier Assets hinzufügen wollen. Machen wir das mal größer. Import Tokens und hier kann ich jetzt einen Custom Token eingeben und zwar nehmen wir diesen hier, das ist mein Custom Token, das ist der BLCT und 18 Symbole, Add Custom Tokens und da sehe ich bereits, ja, diesen will ich, ich habe jetzt 1000 BLCTs und das kann ich jetzt mit MetaMask auch irgendwo anders hinschicken noch. Mal schauen, was ich hier noch für Adressen habe. Ich nehme jetzt einfach eine beliebige Adresse und schicke dort ein paar Tokens hin. Ich habe gesehen, hier nehme ich da mal diese Adresse. Der hat ein paar RingBE-Test-Tokens erhalten und sage ich, jetzt schicke ich diese Person, schicke ich jetzt einen BLCT, schicke das ab und bestätige es. Und jetzt habe ich meinen Token verschickt, das heißt, ich habe jetzt eigentlich eine Kryptowährung erstellt, den BLCT-Token, der hat jetzt natürlich keinen Wert und den kann ich jetzt herumverschicken. Jetzt habe ich eine Transaktion gemacht. Man sieht dann auch auf Etherscan, sieht man dann bei diesem Contract, wenn man auf ERC20 geht, das ist ein Contract Creation. Man sollte dann eigentlich sehen, dass es ein ERC20 Token ist. Ich gehe mal auf diese Adresse. Da hat jetzt ein Transfer stattgefunden. ERC20 Tokens und da sollte ich genau diesen Token sehen.
Das ist derjenige Token, den ich erstellt habe. Es gibt 1000 BLCT. Es gibt momentan zwei Adressen, die ihn besitzen. Das ist meine Adresse und dort, wo ich es hingeschickt habe. Keine Ahnung, wem ich es geschickt habe. Ich habe es einfach mal weggeschickt. Und ich habe jetzt noch eine Balance von 999 BLCTs. Genau, so schnell kann man eigentlich eine Kryptowährung erstellen. Das geht eigentlich ganz einfach. Das ist jetzt ein Standard. Token und den kann man natürlich beliebig erweitern. Den ERC20-Kontrakt, den kann man noch erweitern, zum Beispiel um Dividenden. Und das geht nicht so einfach, wie man denkt. Also der einfache Ansatz wäre, man hat jetzt alle Adressen, man macht einen Loop über alle Adressen und dann zahlt jeweils Dividenden aus. Das funktioniert aber nicht, weil in einer ERC 20 Transaktion oder generell in einer Ethereum Transaktion, wenn man die zu lange laufen lässt oder sie zu viele Opcodes braucht, dann übersteigt es den Gas Amount, der eigentlich in einem Block, wo die Limite ist. Und dann sagen die Miner, nein, den werde ich jetzt nicht aufnehmen, weil es würde die Limite sprengen. Und dementsprechend kann es sein, dass man diese Dividenden dann gar nie auszahlen kann, weil man so viele Tokenholder hat. Und wenn man das weiß, kann man natürlich auch einen Angriff machen, wenn man weiß, okay, mit 500 Tokenholders geht es nicht mehr, dann versucht man dann diese Tokens auf 500 Adressen zu schicken, sodass man sicher sein kann, dass es dann mehr als 500 Tokenholder sind. Und dann könnte man zum Beispiel keine Dividenden mehr auszahlen. Das heißt, Loops funktionieren nicht, aber das Gute ist, man kann den Loop auslagern eigentlich an die Benutzer selber, also an die Tokenholder selber. Und das funktioniert so, indem wir hier jeweils einen für den Account jeweils noch mehr Daten abspeichern als nur den Value Token. Das heißt, in unserem Beispiel haben wir einfach eine Map zwischen einer Adresse und einem UINT256 gemacht. Und hier braucht es dann ein Mapping zwischen einer Adresse und einem Account. Das ist ein Struct und dort hat es den Value Token drin, also die Balance, wann das der letzte Airdrop, also wie viel das der letzte Airdrop gewesen ist und wie viel Way, das ist die kleinste Einheit von Ethereum, er sich abholen kann. Also es ist ein Airdrop jetzt für Ethers, wo man dann an diesen Contract schicken kann, an diesen ERC20 Contract. Also das wäre jetzt in dem Fall, wäre das dieser Contract hier, der BLCH Token. Das heißt, an diesen Token mit dieser Adresse kann ich hier eine Überweisung machen. Das geht wie folgt. Ich sage einfach Send und so und so viel Ethers, zum Beispiel 12 Ethers. Das kann ich dann an diese Adresse schicken. Dann wird diese Funktion aufgerufen, diese Default-Funktion. Man muss das Payable markieren und in message.value steht, wie viel Ways das überwiesen worden sind. Also wenn wir ein Ether überweisen, dann überweisen wir 10 hoch 18 Ways, weil auch Ether hat 18 Nachkommastellen. Das sind noch die Rundungen, die wir ausrechnen, weil wir eine Division machen. Das heißt, das lassen wir fürs nächste Mal, wie viel das noch zu runden sind. Und hier rechnen wir aus, wie viel Ways per Token man kriegt. Das speichern wir dann zum Total Drop, wie viele Ways insgesamt in der ganzen Laufzeit dieses Contracts schon an diesen Contract geschickt worden sind. Also das ist eine Zahl, die stetig erweitert wird, stetig erhöht wird, wenn man jeweils dort Ethers überweist. Mit dem kann man nun jetzt bei eigentlich jeder Überweisung kann man dann
Update Account aufrufen. Bei Update Account geht man dann hin und schaut, was gibt es für Werte in Value Token, Bonus Way und Last Airdrop Way. Das heißt, man rechnet zuerst aus, wie viel hat er schon bezogen, also Total Drop minus Account Last Airdrop Way, weil wenn er das bezieht oder respektive wenn man ihm das gut schreibt, wird es hier hinterlegt, dass es dem Total Airdrop entspricht. Das ist das, was er bereits erhalten hat. Und wenn er sich das jetzt bereits geholt hat, also wenn er zwei Transfers nacheinander macht und es keinen Airdrop, keine Dividendenzahlung gegeben hat, dann wird Viper Token 0 sein und hier gar nie reingehen. Was man dann macht, wenn er dann reingeht, eben wenn ihm Ways oder Ethers zustehen, dann rechnet man aus, wie viel ihm zustehen und rechnet das seinem Account hinzu, also auf Bonus Way. Und wenn der User dann genügend Ways hat, dass sich das lohnt, kann er dann Claim Bonus aufrufen. Hier geht er wieder sich den Account holen, macht den Update Account, wenn er das bereits noch nicht gemacht hat, und holt sich dann den Value, wie viel ihm zusteht, setzt ihn auf 0 und überweist im Sender, also derjenige, der diese Funktion aufruft, schickt er dann diese Ways, diese Person zurück. Und das kann dann jeder Tokenholder machen. Das heißt, wir loopen nicht über jeden Tokenholder, sondern jeder Tokenholder holt sich dann diese Ways, also diese Dividenden ab. Und somit haben wir den Loop quasi invertiert. Nicht wir machen den Loop, sondern die Tokenholders kommen und holen sich diese Dividenden ab. In unserem Contract war das jetzt nicht so wichtig, die Ownership. Das heißt, wir überprüfen nicht, ob wir einen Owner brauchen oder gewisse Funktionen oder Operationen durchführen, wo es dann nur der Owner machen kann. Das können wir aber noch kurz erweitern. Und zwar können wir hier eine Variable einführen, addressOwner. Und hier können wir jetzt sagen, Owner gleich message.sender, das heißt, derjenige, der den Contract erstellt, ist auch der Owner, und man kann dann auch bestimmen, zum Beispiel, okay, diese Funktion transfer from darf jetzt nur der Owner aufrufen, das heißt, require message.sender muss gleich dem Owner sein. Das macht jetzt hier nicht viel Sinn, das ist einfach nur zum sehen, dass man eben auch Stichpunkt vergessen, dass man eben diese Restriktion hier machen kann. Es gibt noch andere Möglichkeiten, wie man diese Restriktion machen kann. Zum Beispiel gibt es eine Erweiterung von Zeppelin, die nennt sich Ownable, kann man importieren, und dort kann man dann, gibt es sogenannte Modifiers, Only Owner, und dort kann man dann haben das gleiche Konstrukt. Und man kann hier anstatt dieses require, kann man dann in der Funktionssignatur kann man dann angeben, okay, only owner. Das ist auch eine Möglichkeit, wie man dann garantieren kann, dass eben nur derjenige, der den Contract erstellt hat, auch gewisse Funktionen aufrufen kann. Das heißt, man kann auf einer Entwicklungsmaschine minten, mal einen Contract erstellen, und dann, wenn er live gehen soll, kann man diese Ownership überweisen auf eine Adresse, die zum Beispiel irgendwo im Safe ist. Wie gesagt, das kann man mit diesem Require machen oder auch mit einem Modifier, was man natürlich auch beachten sollte, ist, wenn man mintet, ist, dass man die Tokens sperren soll, zumindest für eine gewisse Zeit. Das kann man in einem separaten Contract machen oder aber auch im EC20 Contract. Das heißt, man hat dort irgendwo ein Mapping drin, und dort kann man Adressen hinterlegen, die zum Beispiel keinen Transfer bis zu einer gewissen Zeit machen dürfen.
und dann kommt wieder diese Units and globally available variables zum Spiel. Hier kann man dann zum Beispiel über die Block Timestamp kann man sagen, nach einem Jahr dürfen zum Beispiel die Founders jetzt diese Tokens bewegen. Genau, der Lockup ist relativ einfach. Hier kann man mit Now oder man sollte eigentlich lieber Block.timestamp verwenden. Überprüft man, ob man diese Tokens bewegen darf. Und was auch zu empfehlen ist, wenn man am Minten ist, das heißt, wenn man irgendwo eine Funktion hat, wo man dann sagt, diese Adresse hat so viel, diese Adresse hat so viel, dann sollte man während dem der Minting-Prozess läuft, da sollte man den Contract locken. Das kann man über eine einfache Variable machen. Minting done könnte man über einen Modifier machen oder ebenfalls über einen Require. Mir persönlich sind die Require lieber, weil dann hat man alles am gleichen Ort und Modifiers, die sind dann ein bisschen im Code verteilt. Manchmal hat man Require hier, manchmal hat man Modifiers, ups, manchmal hat man hier, also hier hat man die Requires, dann hat man hier die Modifiers und dann muss man immer hin und her schauen, zum Wissen, was der Contract genau macht. Aber das sind Präferenzen. Gut, dann gibt es noch diverse Erweiterungen. Und zwar ERC 223 und 667. 223, das ist eine Erweiterung zum ERC 20 Standard, wo man dann überprüft, bevor man es an einen Contract überweist, kann er überhaupt damit umgehen? Und das überprüft man, indem er dann eine Funktion aufruft, Token received, und wenn diese dann aufgerufen wird oder True zurückgibt, dann weiß man bei dieser Überweisung, hey, das hat funktioniert und der Token ist nicht verloren, weil die Argumentation war, dass bei diesen Tokens sehr viele dieser Tokens an eine falsche Adresse oder einen Contract geschickt werden, die damit nichts umgehen können und die sind dann eben verloren und können nicht verwendet werden. Bei ERC 667, dort gibt es noch eine Erweiterung mehr, also dort gibt es auch einen On-Token-Transfer, das heißt, wenn etwas überwiesen worden ist, wird dann das aufgerufen und es gibt aber noch eine weitere Funktion, eine zusätzliche Funktion, das ist Transfer and Call, das heißt, wenn man einen Token hat und mit diesem Token eine andere Funktion aufrufen möchte, dann muss man das mit einem Standard ERC20, muss man dann zwei Calls machen, also zwei Ethereum-Transaktionen und mit Transfer and Call kann man das in einer machen, spart Gas und es geht dann auch ein bisschen schneller. Was es dann auch noch gibt, ist ERC 777, weil die ERC 223 677 sind nicht unbedingt rückwärtskompatibel. Das heißt, wenn man jetzt einen Contract irgendetwas schickt und er keinen Token Fallback hat und man rechnet, es gibt einen Token Fallback, also da muss man eben entscheiden, wie soll man es implementieren. Und bei ERC 777 ist es so, dass es eine Register gibt, wo sich die Contracts registrieren können, ob diese Funktionalität eigentlich auch da ist. Und auch dort hat man dann wieder eine Funktion, die man aufrufen kann, wenn man dann einen Token überwiesen hat. Das ist dann on receive, etwas mit receive. Das ist dieser genau Recipient, Tokens received. Das heißt, wenn man in dieser Registry ist, kann man diesen Token received aufrufen und dann weiß man, okay, dieser Contract kann damit umgehen und ich kann Tokens received aufrufen. Genau, das noch zu den Erweiterungen. Also da gibt es ganz viele Details dazu. Das habe ich bereits schon gesagt, Minting Badges. Eine Minting-Funktion sollte dann eben nur vom Owner gemacht werden. Das kann man auch mit einem Modifier machen, nur machen, wenn das Minting noch nicht abgeschlossen ist.
Hier haben wir ein Array von Recipients mit einem Array von Amounts und die müssen natürlich gleich groß sein und die Länge habe ich jetzt hier mal auf 256 beschränkt und dann loopt man drüber und weist eigentlich diesen Recipients die Balances hinzu, hier noch mit .add, da könnte man ein Plus hinschreiben, also Plus gleich und den Amount und natürlich wenn der Total Supply dynamisch ist, muss man den ebenfalls noch anpassen. Auch ein spannendes Thema ist, wenn man zum Beispiel mit Tokens bezahlen möchte und nicht mit Ethers. Das geht auch, aber nur mit ein bisschen Infrastruktur. Das heißt, man muss einen Dienst haben, wo man dann eine Transaktion vorsignieren kann. Dieser Dienst muss natürlich einverstanden sein und sagen, ja, ich bekomme so und so viele Tokens und für diese Tokens zahle ich dir die Ethereum-Transaktion mit so viel Ethers. Das ist in ERC-865. Paid Transfers in Tokens instead of Gas. Das ist dort definiert. Das heißt, wenn man eine gute User Experience möchte und man jetzt Tokens hat, dann bietet sich das an, dass man eben diese Funktionen oder Smart Contracts nur mit Tokens aufrufen kann und es eben einen Dienst gibt, der mit diesen Tokens dann auch diese Ethereum-Transaktionen, also die Fees bezahlen kann und die Transaktionen dann im Ethereum-Netzwerk gebroadcastet werden können. Das letzte Thema in dieser Vorlesung sind zufällige Zahlen. Zufällige Zahlen, die gibt es eigentlich nicht in Ethereum, weil jeder Node muss auf das gleiche Resultat kommen. Das heißt, wenn ich einen Input bekomme, ich rechne diesen Input durch, respektive ich führe diese Transaktion, diese Opcodes aus, dann muss jeder Knoten im Ethereum-Netzwerk auf das gleiche Resultat kommen. Und wenn man jetzt eine zufällige Zahl drin hat, der eine rechnet zufällige Zahl 1, der andere zufällige Zahl 3, dann kommt man auf, kommt man auf unterschiedliche Resultate. Und das geht natürlich nicht. Jetzt die Frage, wenn jemand von euch so ein Lotteriesystem oder irgendwie eine Zufallszahl braucht, was macht man dann? Man kann entweder diese zufällige Zahlen von außen hinzufügen, das sogenannte Oracles. Das heißt, diese Zufallszahlen kommen von außen. Jemand ruft einen Smart Contract auf und sagt, hey, die Zufallszahl ist 17. Das ist eine Möglichkeit. Eine weitere Möglichkeit sind Commitment Schemes. Das heißt, es gibt dort als Beispiel zum Beispiel Coinflip, ist in diesem Beispiel jetzt erklärt, wenn man Alice und Bob hat und die möchten zusammen eine zufällige Zahl haben, also ein Coinflip Head oder Tail. Das funktioniert dann so, dass Alice flippt den Coin, bekommt 0 oder 1 und in diesem Fall ist es Tail und fügt noch eine zufällige Zahl hinten dran, hasht es und das ist ihr Commitment. Das heißt, der Hash von Tail und einer zufälligen Zahl ist ihr Commitment. Das schickt sie Bob und sagt, hey Bob, mach bitte auch einen Coinflip und schick mir dann ebenfalls das Commitment. Bob flippt den Bob schickt das Commitment nicht. Das heißt, Bob flippt den Coin und sagt, hey, ich habe Heads oder ich habe Tail. Und Alice veröffentlicht dann diese zufällige Zahl, sagt, hey Bob, meine zufällige Zahl ist random number 1234. Bob kann das natürlich überprüfen, weil er hat das Commitment. Er hat die Hash von Tail random number 1234 und kann jetzt mit dieser, wenn er diese Nummer weiß, kann er ausrechnen, hat Alice tatsächlich Tail gehabt oder war es Head? In diesem Fall war es Tail und Bob weiß, okay, es war Tail. Und das, der Coinflip kann dann so stattfinden, dass wenn beide zum Beispiel Tail haben, dann gewinnt Alice und wenn jetzt Bob Head hat und Alice Tail, dann gewinnt Bob. Und so kann man zum Beispiel eine
eine zufällige Zahl generieren. Das kann Tail oder Head sein, aber das kann auch eine große Zahl sein. Und dann diese zufällige Zahl werden dann zum Beispiel zwei Zahlen und wir XORen diese zwei Zahlen. Das wäre natürlich auch möglich und so kann man quasi eine Zufallszahl generieren in einem Commitment Scheme. Aber genau in diesem Fall, Alice hat Tail, Bob hat Head und Bob gewinnt. Beide wissen das. Das Problem ist aber, Alice muss nicht unbedingt, oder wenn Bob diesen Outcome des Coinflips an Alice schickt, dann weiß eigentlich Alice schon, hat sie verloren, hat sie gewonnen und kann sagen, ja, wenn sie gewinnt, ich schicke das Resultat an Bob, wenn ich nicht gewinne, schicke ich gar nichts. Und da muss man dann weitere Mechanismen einfügen, zum Beispiel bei dem Commitment muss man schon einen gewissen Betrag noch mitgeben, im Fall, dass wenn man jetzt nichts mehr Bob meldet, dass dann dieser Betrag an Bob überwiesen wird. Das könnte dann auch wieder ausgenutzt werden, zum Beispiel man könnte Alice angreifen, irgendeinen Denial-of-Service-Angriff und dann hat Alice keine Möglichkeit dort das dann zu schicken und verliert halt ihren Betrag, den sie hier beim Commitment angegeben hat. Also das hat auch immer Vor- und Nachteile. Und die dritte Möglichkeit, man verwendet den Future Block Hash. Ganz wichtig, man sollte nicht den jetzigen Block Hash verwenden, also wenn wir wieder hier auf diese Seite gehen mit diesen Units, wir könnten theoretisch auch den Block Hash verwenden, den aktuellen Block Hash. Aber der Miner weiß eigentlich, wenn es ausrechnet, was der Block Hash ist und deswegen ist es eine schlechte Variante oder respektive, wenn man einen vorherigen Block Hash nimmt, ist es noch schlechter, weil dann können alle überprüfen oder alle nachrechnen, was dann die Zufallszahl sein wird und dann ist es keine Zufallszahl mehr. Das heißt, man nimmt den Future Block Hash. Man kann bei Ethereum bis zu 256 Blockhashes von der Vergangenheit nachschauen. Und eine Möglichkeit, wie man das machen könnte, ist hier. Das habe ich in einem Token implementiert, ein Lucky Transfer. Und zwar bei einem Transfer, das haben wir gesehen. Das ist die Funktion, eben, die man beim ERC20 Token aufruft, wenn man einen Token transferiert und hier könnte dann zum Beispiel der Lucky Transfer aufgerufen werden. Wichtig ist hier, dass dieser Previous Transfer Block Number gesetzt wird zur jetzigen Blocknummer und der Message Sender, das heißt der von demjenigen, wo die Tokens abgezogen werden, der wird ebenfalls abgespeichert im Previous Transfer Address. Und bei Lucky Transfer, was dort passiert ist, man schaut sich an, diese Previous Transfer, ist der schon in der Vergangenheit oder nicht? Wenn ja, dann schaut zu, dass es nicht allzu weit in der Vergangenheit ist, also bis maximal 256 Blöcke. Wenn es dann mehr ist, dann funktioniert das nicht, dann darf man das nicht ausführen. Und was man hier jetzt machen kann, ist, man kann den Hash aus der Vergangenheit nehmen. Das heißt, man nimmt eigentlich in einer zukünftigen Transaktion nimmt man den Blockhash von der Vergangenheit. Und hier hat man dann eine Zufallszahl und weil man eben diese Zufallszahl bei der jetzigen Transaktion nicht kennt, sondern erst bei der nächsten, wird sie dann angeschaut, kennt man sie ja nicht und dadurch ermöglicht einem das als Zufallszahl zu verwenden. Hier kann man zum Beispiel sagen, jetzt mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,5% wird etwas vom Pot abgezogen, respektive es wird generell etwas vom Pot abgezogen und mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit wird das dem Sender wieder hinzugefügt. Und dann, wenn das passiert, setzen wir diese wieder, Previous Transfer Block Number und Previous Address, setzen wir die wieder auf Default, auf 0, sodass es beim nächsten Mal wieder gesetzt werden kann. Das kann aber auch vom Miner beeinflusst werden, das heißt, er kann dann diesen Transfer aus, oder respektive diesen Smart Contract ausführen, schauen, ist es zu seinem Vorteil und wenn er den Block meinen würde, könnte er sagen, nein, diese Transaktion schmeiße ich raus und ich meine diesen Block jetzt nicht.
das ist ein theoretischer Angriff. Wenn man mit kleinen Beträgen hantiert, dann sollte es doch möglich sein. Also der Miner bekommt jetzt 2 Ethers, wenn er das Krypto-Rätsel richtig löst. Und wenn die Beträge kleiner als 2 Ether sind, dann könnte man diesen Future Block Hash als Zufallszahl verwenden.